Etwa 260 Deckendorfer Studenten gehen pro Jahr ins Ausland. Beim Ländertag USA-Kanada an der Hochschule war die Spannung der vergangenen Wahlnacht noch greifbar. Ich bin dann zweimal aufgestanden, um im Internet nachzuschauen. Das erste Mal war 2:10 in der Früh und da war noch nichts. Und dann bin ich wieder ins Bett gegangen und dann wieder um 4:45 und da war immer noch nichts entschieden. Das war schon, wie wir in Englisch sagen, ein Cliffhanger bis zum letzten Moment. Mit dem Ausgang der Wahl sind die Demokraten auf jeden Fall zufrieden. Yes, very much so. We were. Ja, sehr. Wir waren eine Zeit lang nervös, als die einzelnen Ergebnisse bekannt wurden, weil wir sicher sein wollten. Aber am Ende der Wahl waren wir sehr erleichtert. Ich bin glücklich. Glücklich, ja. More improved healthcare. Ich hoffe mir bessere Gesundheitsreformen, bessere Sozialprogramme, mehr Gewichtung auf das Schulsystem, mehr Gleichberechtigung, solche Dinge. Things like that. Ich denke, dass Obama noch eine Chance haben sollte, das fertig zu machen, was er angefangen hat. Die drei glauben fest an Barack Obamas Ausspruch, das Beste steht uns noch bevor. Die Meinungen zu Obamas Gegenkandidat, den Republikaner Mitt Romney, gehen hingegen auseinander. Ich denke, dass Romney selber vielleicht ein kompetenter Mensch gewesen wäre, aber persönlich denke, dass die USA ein nettere, am wenigsten bei innenpolitisch, außenpolitisch wird nicht so viel verändern, dass innenpolitisch es ein besseres Land sein wird. Fiat H. denkt, dass Romneys unklare Linie ihn den Wahlsieg gekostet hat. Und Kylie? Ich denke, die Republikaner liegen jetzt wahrscheinlich depressiv im Bett. Wahlkampf in Amerika ist eben ein hartes Brot. Den auslandsinteressierten Studenten hingegen wurden die Vereinigten Staaten mithilfe von Cookies schmackhaft gemacht.